Hallo, mein Name ist Ecki Gümbel von Leuchtfeuer Digital Marketing und in dieser Session darf ich endlich einmal Deutsch mit euch sprechen. Es geht nämlich um ein Thema, was direkt für Deutschland gemacht ist, konkret um den Versand von Postkarten und Briefen aus Mautic heraus durch die Deutsche Bundespost. Nee, Post AG heißt die, Entschuldigung. das ist ein Plugin, was wir gemacht haben und wenn ich sage wir, dann ist das, wie gesagt, Leuchtfeuer Digital Marketing als Mautic Community Member. Wir sind eine Agentur in Hannover mit 30 Leuten. Im Webbereich machen wir auch Open Source und zwar Typo 3, da schwerpunktmäßig für B2B-Kunden, namhafte Kunden, große Projekte, aber auch viel Mittelstand, Hidden Champions, die üblichen Geschichten. Im Bereich Mautic ist das etwas anders, denn da arbeiten wir auch sehr gern für Agenturen und auch sehr international, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Und dann auch gleich die Erklärung zum Thema Trigger-Dialog. Das ist der Name des Deutsche Postservices für eben dieses Thema. Versand von Drucksachen aus Mautic heraus oder über elektronische Wege. Ganz konkret individualisierte Briefe und Postkarten zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Inhalt. Dafür gibt es ganz, ganz verschiedene Szenarien. Die schauen wir uns alle gleich an. Vorab sei schon mal gesagt, was für mich besonders spannend ist, dass ich halt schon mit sehr kleinen Stückzahlen, sprich Stückzahl 1, starten kann. Einsteigen möchte ich allerdings mit ein paar Praxisbeispielen und dafür habe ich einen Einspieler von einem guten Kollegen und Freund aus Dresden von der Agentur 20zen, den Dirk Spannhaus. Auf geht's! Okay, ja, also 20zen, wir haben zwei Standorte in Dresden und München. Wir sind eine sehr technisch orientierte Agentur, sind selber mal Startup gewesen, auf der Suche gewesen nach einem Tool, was uns hilft, das Marketing-Thema zu automatisieren, weil man als Startup ja immer mit wenig Ressourcen zu tun hat. Daraus haben wir eine ganze Menge über die Marketing-Automatisierung gelernt und davon profitieren halt auch die Kunden. Und drei Beispiele würde ich Ihnen heute gerne mal kurz mit nennen, wo wir Trigger-Dialog einsetzen, weil es eine sehr interessante Sache ist, dass man auch Online-Kanäle mit Offline-Kanälen verbinden kann. Da haben wir zum einen natürlich Shopping. Kunden, die ihre E-Commerce, also ihre Online-Shops schon sehr gut im Griff haben und dann noch ein bisschen mehr rausholen wollen. Eine der größten Herausforderungen sind so die Warenkorbabbrüche. Sie kennen das vielleicht. Abendessen steht auf dem Tisch, Sie wollen gerade was auschecken, Sie werden gerufen, Sie gehen vom PC weg, machen PC zu, haben das Thema erstmal vergessen. Da kann man natürlich Warenkorbabbrüche Leute nochmal erinnern, da ist noch was in deinem Warenkorb per E-Mail. Aber in der Inbox, in der E-Mail-Inbox herrscht natürlich großer Wettbewerb. Und je nachdem, was man da verkauft und wie viel das wert ist, lohnt sich das eben anhand von Regeln dann vielleicht auch mal eine nette Postkarte nach rauszuschicken. Wir haben das in zwei Fällen. Einmal ist es so Genuss, Stollenzeit steht an. Gerade da, wenn eine gewisse Anzahl an Stollen bestellt ist, lohnt sich das schon da nochmal nachzuhaken. Zweites Beispiel, ein Bildungsträger, der halt schon Bildungsprogramme verkauft, die sehr hochwertig sind, die dann auch mal schnell einen vierstelligen Betrag haben. Und auch da ist es interessant, am Ball zu bleiben, weil so, wie Sie das wahrscheinlich kennen im Marketing, manchmal braucht es halt so 3, 4, 5 Anstöße, bevor die Entscheidung fällt. So eine E-Mail verschwindet in der Inbox, kommt immer wieder oben was drauf, aber wenn die Postkarte schön gestaltet ist und dann noch ein paar Tage auf dem Schreibtisch liegt, fällt die Entscheidung halt leichter. Also das eine Thema E-Commerce, das zweite Thema ist so das Thema Relationship Building. Da sind wir in der Industrie, im Handwerk, mittelständische Betriebe, so Größe 100, etwa 100 Mitarbeiter. Da geht es so um B2B-Relationship halten. Und da gehört es halt auch mal dazu, dass man an Geburtstage, an Jubiläen denkt, wenn man irgendwie x Jahre schon in einer Geschäftsbeziehung hat. Das macht man natürlich idealerweise auch noch viel persönlicher, aber dennoch für bestimmte Themen automatisiert man dann doch. Und wenn es nicht jedes Jahr dieselbe Postkarte ist, die verschickt wird, sondern auch regelmäßig das ausgetauscht wird, kann also auch der Trigger-Dialog eine sehr nette Erinnerung sein oder ein sehr netter Anstoß. Wo es da auch genutzt wird in Industriebetrieben, ist es zur Erinnerung an Events, an Veranstaltungen, die Einladung zu Messen, was natürlich zurzeit eher virtuell wieder stattfindet. Aber auch da ist die Postkarte eine große Ausnahme. Ziel ist dabei sogar, dass wir die Postkarten dann auch so gestalten, dass sich die Leute die idealerweise auch gerne mal an die Wand hängen, weil es eben dann nicht so mit Werbung vollgeknallt wird, die eine Seite, so dass es direkt danach dann wieder verschwindet, sondern dass es auch eine Postkarte ist, die ein Büro schmücken kann. Das dritte Beispiel, was ich sehr interessant finde, kommt nämlich komplett aus der Offline-Welt. Das sind so Betriebe wie ein Optiker, der genau weiß, wie der Kundenlebenszyklus aussieht. Der weiß halt, wenn jemand eine Brille gekauft hat, dann
lade ich den nach 3 Monaten nochmal ein, dass wir nochmal gucken, ob alle Schrauben festsitzen. Der weiß auch, dass wenn er dann Markenglas drin hat, dass er innerhalb von 12 Monaten kann der Kunde nochmal eine zweite Brille etwas günstiger bestellen. Und da ergeben sich halt im Laufe eines Jahres mehrere Kontaktpunkte, wo man halt mit einer Postkarte auch den Kunden erreicht. Das sind halt teilweise Unternehmen wie dieser Optiker, der gar nicht so viel online macht. Das ist noch klassisches Geschäft. Und auch da kann ein Trigger-Dialog eine sehr effiziente und vor allen Dingen punktgenaue Lieferung von so einem Angebot sicherstellen, während man halt früher vielleicht eher so Massensendungen versendet hat. Und das hat ja auch alles ein bisschen was mit Ressourceneinsatz zu tun und weniger Verschwendung. Insofern macht es schon Sinn, wenn jeder Kunde passend zu seinem Schritt im Kundenlebenszyklus eine Postkarte bekommt. Und Handling ist ganz einfach. Die laden halt einfach einmal im Monat den Export ihrer Kundendaten aus ihrem CRM-System hoch und damit wird die Kampagne wieder neu befüllt mit neuen Kontakten und mit neuen Informationen. Das sollten mal so 3 Beispiele sein, wo Trigger-Dialog einen Mehrwert bringt. Insbesondere auch deswegen, weil der Einstieg so viel einfacher geworden ist und man eben nicht mehr über große Stückzahlen wie 10.000 Sendungen spricht, sondern die einzelne Postkarte kann verschickt werden und damit lässt sich das eigentlich überall auch sehr gut in die Prozesse integrieren. Das so von Ja, meiner Seite. gut, prima. Vielen Dank. Auch wenn es nur eine Aufzeichnung war, trotzdem nochmal schöne Grüße an den Dirk. Und wir machen direkt weiter mit dem Blick ins System, denn ich denke, darauf sind jetzt alle gespannt. Wir gehen direkt in die Demo. Interessieren sollen uns jetzt zunächst mal Kampagnen. Und wir haben ein paar vorbereitet. Dirk hat vorhin auch ein paar erwähnt davon. Und wir schauen mal als allererstes in einen Workflow rein. Wir nehmen mal hier die Welcome-Kampagne, die Begrüßung eines neuen Kunden, die ist ein bisschen einfacher. Hier sieht man mal die Aktion von innen. Da steht zunächst mal, welche E-Mail soll ich schicken, die Welcome-E-Mail. Und da kann ich noch einstellen, wann soll die geschickt werden, nach einem Tag. Ich könnte auch sagen, ich schicke sie sofort, was auch immer. Und nach 2 Tagen in dieser Kampagne schaue ich, ob er schon was bestellt hat. Ich könnte auch andere Bedingungen jetzt mir anschauen, ist ein bestimmter Tag gesetzt zum Beispiel, oder alle möglichen Zustände könnte ich abfragen. Und wenn irgendwas erfüllt ist oder in diesem Fall nicht erfüllt ist, wenn noch keine Bestellung vorhanden ist, dann schicke ich eine Postkarte. Und das sieht jetzt genau aus wie das Schicken einer E-Mail. Ich wähle halt ein E-Mail-Template aus und schicke das. Nun ist wichtig zu verstehen, dass diese E-Mail-Templates noch keine Design-Templates sind, sondern zunächst mal nur Zuordnungen zu Designs, die auf Seiten von Trigger-Dialog passieren oder passiert sind. Das heißt, diese Zuordnung, da habe ich dann Eigenschaften des Kontaktes und muss jetzt auswählen, welche Eigenschaften übergebe ich an Trigger-Dialog. Ich habe jetzt mal hier Country-Code hinzugefügt, aber im Prinzip irgendwo in der Ferne habe ich ein Design und ich muss jetzt hier nur entscheiden, welche Daten übergebe ich zu diesem Design. Hier haben wir eine Kampagne, die heißt Geburtstagskarte. Hat Dirk vorhin auch erwähnt, so eventbezogene Geschichten. Und jetzt bin ich mal mit einem Klick per Single Sign-On zu Trigger-Dialog rübergegangen und gestalte mal diese Geburtstagskarte. Und habe vielleicht gesehen, ich bin automatisch angemeldet und habe jetzt zunächst mal einen Vorschau-Modus, kann schauen, wie diese Karte aussehen würde. So. Und die kann ich jetzt natürlich bearbeiten, wenn ich rausgehe aus dem Vorschau-Modus, genau. Und kann jetzt zunächst mal den Text verändern. Das ist ja relativ banal. Und dann ist das, was auf die Postkarte automatisch gedruckt wird, nachdem es übergeben wurde, anders. Okay, das passt nicht. Zack, genau. Und ja, so kann man halt Postkarten gestalten. Jetzt ist natürlich der spannendere Teil, dass man auch individualisieren kann. First Name steht hier schon. Ich habe hier andere Felder zur Verfügung. Ich nehme den Last Name noch dazu. Und dann schaue ich mal wieder in die Vorschau. Ah, siehe da, hallo Konstanze Musterberg. Okay. Das ist das Thema Individualisierung auf niedriger Ebene. Also alle Felder, die ich übergebe, kann ich direkt verwenden und zum Beispiel hier auch auf der Vorderseite der Postkarte ebenfalls verwenden. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich tausche mal das Bild aus. Man sieht ja schon, ich kann Bilder und Schriften mir selber hochladen. Ich ziehe mal ein neues rein. Und wir wollen mal statt Frühling ein Herbstmotiv haben. Zack. Ne?
Genau, so, hier steht es da zur Verfügung und ich kann es hier auswählen und die Gestaltung der Postkarte mal eben ändern. Im Prinzip, was ich hier habe, ist wirklich ein kleines Design-Tool für alle, die ein bisschen fortgeschrittener sind. Die können auch InDesign einfach verwenden. Aber man sieht schon, dass es eigentlich sehr, sehr mächtig ist, hier direkt im Tool Dinge zu gestalten. So, Klick, Bild ausgewählt. Das skaliere ich jetzt noch. So, und schon habe ich ein, naja, nicht, auch nicht ganz herbstlich, aber okay, ein anderes Motiv. Die Schrift passt noch nicht. Und das, naja, schließt dann vielleicht das Thema Gestaltung auch ab, wenn wir sagen, das soll jetzt noch hier nach oben. Genau. So. Das muss etwas größer, damit es gut aussieht. So, okay, also es ist ja kein Design-Workshop, aber man kann sich vorstellen, dass man hier sehr mächtige Dinge mitmachen kann. Und jetzt haben wir mal überlegen, was haben wir schon getan? Wir haben Bilder, also Postkarten gestaltet durch Bilder, durch Texte. Wir haben sie individualisiert durch Werte, die von Bautic übergeben wurden. Klick. Ja, schön, oder? So, nächster Punkt. Ich kann noch viel weitergehende Dinge machen und das will ich hier nur einmal kurz andeuten. Ich möchte hier statt Hallo Konstanze, möchte ich jetzt Hallo liebe Konstanze machen, habe diesen Wert aber nicht direkt vom Mautic bekommen. Jetzt baue ich mir zunächst mal so ein Label, was das erlaubt und baue mir eine Regel, die mir jetzt andere Zustände auswertet. Klick, klick. Ja. So, ich kommentiere jetzt nicht den gesamten Kram, aber man kann sich, man sieht zumindest, dass man hier Logiken aufbauen kann und dann Werte hinterlegen kann. Zack. Dann kriegt das auch einen Namen. So, bitteschön. Und jetzt könnte ich sagen, stopp, genau, ich muss das noch einfügen. Und jetzt kann ich diesen Textbaustein, den ich mir gerade mit einer Regel versehen habe, kann ich hier direkt einbauen. Leerzeichen noch, genau, fertig. Ja, so ist etwas schöner. So, das gibt vielleicht ein Beispiel. Und wir sind nicht so gut in der Zeit. Ich mache direkt weiter mit einem weiteren coolen Feature. Dieser QR-Code, der wird halt nicht als Bild übergeben, sondern der wird hier vom System generiert. Ich übergebe nur einen Wert und der baut hier mir automatisch einen QR-Code draus. Und damit kann ich hier einen Link hinterlegen, der direkt eingescannt werden kann. Super mächtig. So, das ist so der Design-Teil. Ich zeige mal kurz die anderen Dinge auch im Überflug. Es gibt natürlich verschiedene Brief- oder Printprodukte, unter anderem sogar Brief. Ja, ich muss angeben, ob es werblich oder nicht ist, weil das ein Porto-Thema ist. Ich kann hier sagen, wie stark es individualisiert werden soll. Und dann fängt er an, mir auch einen Preis auszurechnen. Das ist hier ganz, ganz nett nochmal die Zuordnung der Felder zu, ja, oder fehlt sogar noch was, genau, zu den Platzhaltern. Und ja, das sollte dann auch reichen, glaube ich. So, das war jetzt möglicherweise sehr zügig. Oh, jetzt machen wir das lieber nicht aktiv, sondern immer besser auf Pause. Kleines Learning. Sonst werden halt echte Postkarten verschickt. So, und nun würde ich gerne weitermachen mit dem Einspieler von Johannes Wissmann von der Deutschen Post AG, der uns nicht nur die vertragliche Seite erklärt, sondern auch die Produktvielfalt und auch wieder Einsatzzwecke. Auf geht's! Danke dir, dann übernehme ich. Ich würde gerne zum einen zwei Use Cases vorstellen, die jetzt noch mal ein bisschen darüber hinausgehen, wie eine Geburtstagskarte. Und dann im Anschluss auch nochmal eine kleine Indikation geben, was heißt das eigentlich, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen das einfach mal ausprobieren, sowohl preislich als auch natürlich, was sind die konkreten nächsten Schritte, die man dann angehen muss. Den ersten Case, den ich dabei habe, ist ein Reaktivierungs-Case wertvoller Bestandskunden. Wenn wir auf der nächsten Folie mal schauen, sehen wir,
Die Zielgruppe sind eben hier inaktive Bestandskunden. Die haben ein Jahr lang nichts mehr bei Ihnen gekauft, haben aber einen relativ hohen Kundenwert, was Sie aus Ihren Kundendaten wissen. Sie sprechen die Kunden mit einem 20% Gutschein an für einen erneuten Kauf. Der ist in dem Fall relativ wenig standardisiert. Das heißt, der zeichnet sich dadurch aus, dass er immer gleich ist. Oder er ist stark standardisiert, er ist immer gleich, 20%, aber natürlich der Voucher-Code, dass Sie das auch zurückverfolgen können, ist eben individualisiert, ebenso die Adresse, selbstverständlich, sonst können Sie es nicht zustellen, die Ansprache eben auch. Wir haben hier, das ist oft der Standard im E-Commerce-Bereich, die Postkarte Maxi, also eine größere Postkarte, die wir gleich sehen. Und ausgesendet wird das triggerbasiert ab einer Sendung, heißt immer, wenn Ihnen ein Datensatz oder ein Datenpunkt übergeben wird aus Ihrem System, wird das Mailing ausgelöst. In dem Fall als Indikation sind wir bei 86 Cent pro Mailing. Es dauert 3 bis 4 Tage vom Zeitpunkt, wo eben dieser Trigger ausgelöst wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kunde das oder der Konsument das im Briefkasten hat. Und das sehen wir auch später noch kurz, das ist die Plus-Individualisierung bei Trigger-Dialog, also so ein mittlerer Grad der Individualisierung. Was heißt das, wenn wir es auf einem Zeitstrahl anschauen, was passiert da und wodurch entstehen letztlich die Kosten? Das ist zum einen die Produktion, die wir eben vollautomatisch dann als Deutsche Post mit unseren Dienstleistern abwickeln. Personalisierung, Porto-Optimierung, dass Sie da auch nicht irgendwie zu viel bezahlen und insbesondere der Druck, der ist jetzt in dem Fall eben 26 Cent und danach eben das Porto, wenn Sie jetzt eine einzelne Karte verschicken, ist das klassische Porto, das Sie auch kennen, wenn Sie jetzt privat in Anführungszeichen eine Briefmarke auf eine Karte kleben, sodass wir insgesamt eben hier bei diesen 86 Cent sind. Es fallen keinerlei Fixkosten an, sondern wirklich nur das, was tatsächlich produziert und zugestellt wird. Am ersten Tag sehen Sie hier unten, qualifiziert sich der Kunde für das Mailing, der Trigger wird ausgelöst, dann werden die Empfängerdaten übertragen, das Mailing automatisch produziert, im Hintergrund Druck-PDFs etc. erstellt, das Mailing wird am zweiten Tag freigemacht, es wird durch die Dienstleister gedruckt und eben bei der Post eingeliefert. Und wenn Sie jetzt eben den normalen Standardversand wählen bei einer Sendung, dann wird das Mailing letztlich am dritten Tag auch schon beim Empfänger ankommen. Gehen wir weiter, das sehen wir das nämlich einmal, wie das aussieht, was individualisiert ist und was nicht. Sie sehen auf den ersten Blick, es ist ja ein mittlerer Grad der Individualisierung. Beispielsweise ist überall das gleiche Hintergrundbild vorhanden. Es ist überall auch der gleiche Text vorhanden. Was sich aber eben unterscheidet, ist die Anrede, liebe Bea, liebe Karina und lieber Thomas. Und der Voucher-Code ist eben auch unterschiedlich. Beispielsweise hier Fashion 20 Bea, sodass Sie dann auch hinterher zuordnen können, ob eben die Bea auf den Gutschein und auf das Mailing reagiert hat oder eben nicht, was für die Erfolgsmessung natürlich sehr wichtig ist. Der zweite Case unterscheidet sich der Warenkorbabbruch, der vorher auch schon angesprochen wurde, dadurch, dass er nochmal deutlich stärker individualisiert ist und letztlich alle Möglichkeiten beinhaltet, die Trigger-Dialog kann. Was heißt das? Schauen wir uns das an. Hier sind es eben die Kunden, die haben sich irgendwas angeschaut und dann, weiß ich nicht, gab es Abendbrot oder das Telefon hat geklingelt und sie haben dann eben nichts gekauft. Die Kunden werden über das Mailing erinnert, erhalten in diesem Fall tatsächlich auch basierend auf ihrem Kundenwert, auf der Höhe des letzten Kaufes etc. einen individuellen Gutscheinbetrag, der sich unterscheidet. Sie erhalten in dem Fall auch einen individuellen Barcode beispielsweise oder QR-Code. Das haben wir vorher ja auch schön gesehen. Und auch hier haben wir wieder das gleiche Format und eine triggerbasierte Aussendung, sodass hier die Kosten letztlich eben die gleichen sind, die wir vorher auch schon gesehen haben. Das ist in dem Fall eben auch tatsächlich 1:1 identisch. Ich schicke ein einzelnes Mailing raus. Dadurch fallen die gleichen Druckkosten an, dadurch fallen der gleiche
Portobetrag an, der gleiche Gesamtbetrag und unten eben auch der gleiche Prozess, sodass wir hier der Zeit wegen auch einfach schnell drüber flippen können. Was wir jetzt hier eben sehen, ist das Mailing. Das sieht wirklich völlig unterschiedlich aus. Hier der Thomas unten links bekommt ein ganz anderes Mailing als die Bea oben links, das sich dadurch ausschaltet, dass wirklich Bilder beispielsweise jetzt über so eine Regel nach männlich-weiblich im Hintergrund differenziert werden und eben auch die Produktbilder, die ausgewählt werden, basierend auf dem eben sind, was der Kunde an Produktkategorien im Warenkorb hatte, wie jetzt zum Beispiel die Bea, die hier oben die Pumps und Stilettos hat, die Dame auf der rechten Seite mit den eher sportlichen Sneakers und eben der Herr mit den Anzugsschuhen. Wir sehen eben auch, sie sind sehr unterschiedlich wertig, sodass sich hier der Marketeer eben entschieden hat, einen Gutscheincode zu variieren zwischen jetzt 10% beispielsweise oder den Betrag zwischen 10%, 15% und 20%. Und hier können Sie eben so weit gehen, wenn das Ihre Daten hergeben, dass tatsächlich jeder Kunde ein anderes Mailing erhält. Es ist letztlich das möglich, was auch bei einer E-Mail möglich ist, also in der Gestaltung und Individualisierung eben genau bis zu diesem Grad. Die Formate, die wir hier sehen, wenn wir gerade noch mal kurz zurückgehen, ist insofern spannend, dass wir natürlich nicht nur die hier gezeigten Postkarten im Portfolio haben, von einer kleinen Karte über eine lange Karte bis zu einer Maxi-Karte, sondern eben auch Formate im Umschlag anbieten, die immer dann besonders gut konvertieren, wenn ich vielleicht einen vertraglichen Kontext habe, wenn ich besonders seriös sein möchte, etc., sodass eben neben der Maxi-Postkarte durchaus auch der klassische Brief im Umschlag eines der am meisten genutzten Formate ist. Das hatten wir vorher schon mal ja kurz gesehen, zeigt letztlich nochmal, wie setzt sich das Pricing zusammen. Es setzt sich zusammen aus einer Service-Fee für Druck. Es setzt sich zusammen aus einem Porto. Klar, es muss irgendwo zugestellt werden, wodurch sich die Gesamtkosten ergeben. Die sind eben voll variabel. Es gibt keine Mindestmengen und es gibt keine Fixkosten auf Seiten der Deutschen Post in dem ganzen Produkt. Wenn wir weitergehen, dann sehen wir auch, die Preise sind alle indikativ. Das heißt, es hängt eben ganz konkret davon ab, für was für einen Grad der Individualisierung Sie sich entscheiden, für was für eine Art des Formats Sie sich entscheiden, ob Sie das schnell zugestellt haben wollen oder ob es Ihnen vielleicht jetzt zeitlich egal ist und Sie sich ab einer großen Menge eben für eine günstigere Zustellart entscheiden. All das können Sie in dem vorhin gezeigten Wizard tatsächlich einfach durchklicken, auswählen und Sie bekommen dann die Optionen, die basierend auf Ihrer jeweiligen Kampagnenidee möglich sind und da auch dann tatsächlich das konkrete Pricing angezeigt. Vielleicht kurz zur Erläuterung hier. Wir haben eben bei der 1:1 Individualisierung einer einzelnen Postkarte, die wir vorher gesehen haben, im Unique-Bereich sind wir hier beispielsweise bei der Maxi-Postkarte bei 26 Cent für Druck. Dies wird eben günstiger, je weniger individualisiert ich unterwegs bin und je mehr höher die Auflage ist des Mailings, die ich machen möchte. Also Sie können ja auch letztlich einfach einen großen Datensatz nehmen und sagen, ich nutze das jetzt, um einfach standardisiert meine Daten zu übertragen und ein großes Massenmailing zu produzieren, das gar nicht arg individualisiert ist und eine sehr große Auflage hat, sodass das eben im Druck deutlich günstiger ist. Und beim Porto sehen wir eben auch, je nachdem, wie schnell ich zustellen möchte und so wie hoch die Auflage ist, dass sich das Porto eben hier für die Karte zwischen 28 und 60 Cent bewegt. Genau. Wenn Sie das Triggerdialog einfach ausprobieren möchten über Mautic, was sind dann die nächsten Schritte? Sie können nochmal auf uns zukommen, jederzeit für eine Demo einen detaillierten Austausch zu Use Cases, Best Cases etc. Da stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung mit unseren
unseren Kollegen im Vertrieb. Im zweiten Schritt würde man dann einen relativ einfachen Rahmenvertrag schließen, der natürlich Datenschutzthemen etc. beinhaltet und keine, wie gesagt, keine Fixkosten, sondern die Kosten entstehen erst, wenn einzelner Versand ausgelöst wird. Sie würden sich dann um Setup, Anbindung, Plugin, Installierung etc. kümmern, was Sie eben selber tun können in der Open-Source-Welt, wozu Sie Ihre Mautic-Agentur bemühen können oder natürlich auch Leuchtfeuer, wenn Sie jetzt noch keine Agentur haben beispielsweise. Sie würden dann Layout und Kampagne erstellen. Das können Sie auch selbst tun oder Sie können auch dort natürlich eine Agentur zu Rate ziehen. Und letztlich geben Sie in Trigger-Dialog im letzten Schritt, klicken Sie auf Freigeben. Und dann wird das Mailing eben immer, wenn Daten übertragen werden, produziert. Passiert täglich, wird von uns gedruckt, freigemacht, eingeliefert und zugestellt, sodass Sie sich darüber überhaupt gar keine Gedanken machen müssen. Soweit von meiner Seite. Ja, prima. Auch an den Johannes nochmal vielen, vielen Dank. Ich würde nun gerne nochmal die Vielfalt der Online-Offline-Kombinationen etwas zusammenfassen. Vieles davon spielt sich natürlich im B2C-Bereich ab, schwerpunktmäßig E-Commerce, aber auch andere Dinge bis hin zu einer Kombination Online- und Ladengeschäft. Das sind hier die Point-of-Sale-Geschichten. Auch ganz spannend ist das Retargeting anonymer Benutzer. Da gibt es Services auch wieder von der Deutschen Post, aber auch von Dritten, die sauber im Rahmen der gesetzlichen Regelungen tatsächlich Retargeting-Möglichkeiten schaffen. Da wird natürlich dann ein bisschen gestreut, dann bekommt vielleicht ein ganzer Wohnblock oder so diese Werbung, die aber primär auf eine Person gezielt ist. Ganz spannende Geschichten. Im B2B haben wir das natürlich auch. Auch da gibt es Lead-Kampagnen, auch da gibt es Bestandskundengeschichten von Messeeinladungen, Produktupdates, sonstigen Informationsschreiben. Spannend ist es halt vor allem immer da, wo es getriggert ist, also ausgelöst durch ein Ereignis oder ein Verhalten der Zielperson. Nun ist dieses Thema ja auch eines, was sich ganz gut in Zahlen messen lässt und es gibt eine sehr umfangreiche Studie mit Zahlen aus 2019, die 2020 veröffentlicht wurde, wo über 41 Shops hinweg tatsächlich gemessen wurde, wie die Konversionsrate von solchen Printprodukten ist und mit 4,9% Konversion, wohlgemerkt für Dinge, die möglicherweise online schon gescheitert waren, hat man hier eine doch sehr, sehr beachtliche Erfolgsrate geschaffen. Es gibt eine Menge mehr dazu zu erzählen. Zum Beispiel macht es natürlich einen großen Unterschied, ob ich einen hohen Customer Lifetime Value habe oder nicht, etc. pp. Um noch ein Beispiel aus einem ganz anderen Bereich anzuführen, ich fand eine Geschichte sehr spannend, wo Tom von allgemeinen Gutscheinen umgestellt hat auf segmentspezifische Gutscheine und damit 70% höhere Einlöserate erzielt hat. Faszinierend und auch das kann man dir perfekt abbilden. Letzte Frage, was muss ich tun, um all das zu machen? Im Prinzip ist es straightforward, du brauchst Mautic, du brauchst das Plugin, das ist ganz normal öffentlich verfügbar, kostenfrei, inklusive Dokumentation und allem drum und dran. Wir helfen natürlich gerne bei der Einrichtung oder wenn ihr Fragen und Wünsche habt. Und am anderen Ende brauchst du natürlich den Kundenvertrag mit der Deutschen Post, selbstverständlich. Und auch die Kollegen helfen sicherlich gerne. Die Kontaktdaten habe ich hier einmal zusammengestellt. Und wer mich erreichen möchte, der kann das gerne mit diesen Daten tun. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr faszinierende und sehr einfache Geschichte. Probiert es tatsächlich mal aus. Gebt mir auch gerne Feedback. Ich freue mich über alle Fragen und Anregungen. Vielen Dank. Tschüss.